Tricky Frage. Ich befürchte, ich muss ehrlicherweise sagen Tesla. Aber wir holen auf. Die Welle ist mächtig da, auch in unserer Branche. Man muss natürlich sehen, wir sind noch, auch wenn wir in der Digitalisierung befindlich sind, sehr klassische Industriebetriebe. Wir haben auch nach wie vor viele sogenannte direkte Mitarbeiter, also Produktionsmitarbeiter, die in Takt- und Schichtbindung tatsächlich unsere Produkte bauen. Da ist New Work ein bisschen schwieriger auf dem Shopfloor. Klar ist aber auch, überall im Automotive-Sektor werden die Wissensarbeiter, die Angestelltenbereiche größer, überwiegen bei Volkswagen zum Beispiel seit ein paar Jahren auch die zahlenmäßig die klassischen Produktionsarbeiter. Und natürlich ist das bei uns angekommen. Also mitunter heißt es ja, die Automobilbranche sei recht strukturkonservativ. Ich glaube schon auch, dass Entwicklungsdynamiken, was New Work, was Agilität, was neue Organisationsformen angeht, bei uns ein bisschen später angekommen sind als jetzt in der IKT-Industrie zum Beispiel. Aber die Welle ist da überall, bei Daimler, bei BMW und auch bei uns im Volkswagen-Konzern. Das ganze Thema New Normal, Hybrid Work wird ein riesiges Gestaltungsthema. Wer sehr divergierende Interessen auch austariert werden müssen. Klar ist, die Mehrheit der Wissensarbeiter sagt, 5 Tage die Woche, 9 to 5, kehren wir nicht ins Büro zurück. Wir wollen eine andere Form der raumzeitlichen Flexibilität im Arbeiten haben. Gleichzeitig fragen sich die Unternehmen natürlich, wie gehen wir mit den riesigen Flächen um, die wir unterhalten, die jetzt im zu Ende gehenden Lockdown ja ganz überwiegend leer stehen, Kosten verursachen, von denen wir wissen, wir werden sie nicht mehr ganz füllen. Wir haben ja im Moment die Situation, alle, die zu Hause arbeiten oder die überwiegende Mehrheit hat trotzdem Schreibtisch im Büro. Die Leute haben die Wahlfreiheit. Wir werden irgendwann in ein System übergehen müssen, wo man nicht mehr selbst verständlich Vollzeit sein, ne, am Schreibtisch dann eben zur individuellen Verfügung hat, wenn sich die neuen Modelle rechnen sollen. Also da stehen auch Kulturkonflikte ins Haus. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, zu Hause arbeiten schließen sie eigentlich für sich ganz aus. Sie wollen eine strikte Trennung von Arbeit und Privat. Also da wird ein mächtiger Diskurs und ein großer Modernisierungsschub auf uns zukommen, der dann ja auch noch eine Gerechtigkeitsdimension hat im Hinblick auf die Frage, wie gehen wir denn mit denjenigen um, denen wir eben nicht Homeoffice, mobile Arbeit großflächig ermöglichen können. Also das wird sicherlich einer der ganz wichtigen arbeitspolitischen Diskurse der kommenden Jahre. Weil sie so hip ist. Ja, ich kann ja nicht für Deutschland sprechen. Wenn man jetzt so auf den berühmten Gartner Hype Cycle guckt, dann ist das Thema sicherlich in der Diskussion, in der Pilotierung und ersten Erprobung bedeutsamer als in der realen Anwendungspraxis. Also ich glaube schon, AI hat erhebliche Potenziale, hat auch erhebliche Potenziale für HR. Wir haben aber außer vielleicht im Recruiting die echten Use Cases noch gar nicht gefunden. Ne? Und vieles von dem, was als KI verkauft wird, ist auch nichts anderes als, ich sag mal, eine Rechenoperation mittlerer Komplexität, die Computer schon lange können. Ja? Also wenn ich jetzt gucke auf die ganzen Industrie 4.0-Konzepte, da steht uns sicherlich nochmal ein Modernisierungsschub der industriellen Produktion bevor. Der hat auch einfach zu tun damit, dass Sensortechnik günstiger wird, Speicherleistung steigen, man einfach mehr Daten verarbeiten kann. Aber der erste Industrieroboter im Werk Wolfsburg ist 1960 oder 1961 gekommen. Ja, also jetzt zu glauben, diese Phänomene von Automatisierung, Roboterisierung und KI-basierter Vernetzung seien komplett neu, ist ja ein bisschen Irrglaube.